Was ist eine Sache, die du am meisten an der TSG vermissen wirst? Also, es gibt viele Punkte, aber wenn ich mich festlegen müsste, ist definitiv die Kabine. Mit den Jungs zusammen vor dem Training, nach dem Training ein bisschen Blödsinn zu machen. Das werde ich schon vermissen. Die Kabine, die Busfahrten von Auswärtsspielen und die Feiern nach dem Spiel in der Wirtschaft. Ich glaube auf jeden Fall die Kabine unten. Also die Kabine heißt die ganzen Jungs, der ganze Zusammenhalt, das war schon was ganz Besonderes. Eigentlich wie eine kleine Familie, extrem viel Zeit wird dort verbracht auch. Und egal ob es gut lief oder schlecht, so war immer eine Top-Stimmung. Einfach jedes Jahr eine geile Mannschaft gehabt, in der man sich richtig wohlgefühlt hat. Und ich glaube, das ist nicht so selbstverständlich, gerade auf dem Niveau. Was ist eine Sache, die du immer in Erinnerung haben wirst? Momente gab es viele. Na, wenn ich mich jetzt festlegen muss, der Pokalsieg 2013 und der Einzug ins DFB-Pokalspiel gegen Greuther Fürth. Immer. Viele tolle Momente, Hochs und Tiefs und die Momente mit den Jungs einfach. Immer in Erinnerung. Ich glaube tatsächlich, meinen ersten Oberliga-Einsatz einfach, der kam relativ unerwartet. 3 Spieltage vorm Schluss im Abstiegskampf, lief aber auch ganz gut. Das wird mir auf jeden Fall immer in Erinnerung bleiben. Und ich glaube auch unser Pokalspiel damals gegen Worms, dass wir leider 2-1 verloren haben in der Verlängerung, wo ja aber die Hölle los war. Und wir echt ein richtig, richtig geiles Spiel gemacht haben. Das war auch schon ein besonderer Moment für mich auf jeden Fall, ja.